Hallo, ich bin Marlene Kiepke vom Luftakrobatik-Shop und ich habe ein Buch zum Trapez geschrieben. Das ist das Luftakrobatik-Figurenbuch mit 25 Figuren am Trapez, worin ich beschreibe, wie du hineinkommst, wie du wieder rauskommst und ich gebe dir auch immer noch mal einen Tipp dazu auf dem Weg. Hier habe ich das so strukturiert. Du siehst immer die Figur, in dem Fall den Fußhang, wie die Figur heißt natürlich, wie schwierig die ist, nach meinem 3-Sterne-System, also von 1 Stern schnell machbar, 2 Sterne schon ein bisschen schwieriger und 3 Sterne erfordert Geschick und Kraft. Dann ist hier beschrieben, wie du hineinkommst, mit Hilfe von Bildern und ein wenig Schrift zum Lesen. Natürlich ist noch beschrieben, wie du wieder rauskommst und ein Tipp von mir, den ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte, der auf meine 20-jährige Erfahrung im Luftakrobatikbereich beruht. Unterteilt habe ich dir das ganze Buch in 3 Kapitel. Das heißt, es geht immer los mit dem Kapitel alles, was unter dem Trapez stattfindet. So, alle Figuren unter dem Trapez. Dann dreht sich das zweite Kapitel komplett darum, was man alles machen kann, wenn man auf dem Trapez ist. Und das letzte und dritte Kapitel, das beinhält natürlich alle Figuren über dem Trapez. Ja, damit du weißt, wo oben, unten, rechts, links die Trapezstange, die Trapezseile und so weiter sind, habe ich dir dafür einen Kompass zur Orientierung erstellt. Das erste Figurenbuch habe ich übrigens geschrieben, als ich so 12, 13 Jahre alt war, mit einem Tintenfüller in Schönschrift und habe Fotos eingeklebt mit Brit. Musste natürlich erstmal ewig lange auf die Fotos warten, bis sie entwickelt worden sind. Das war alles noch mit einer Filmkamera. Und habe mir schon damals gewünscht, ein schönes Figurenbuch zu haben. Keine große Sache, nein, es soll eine kleine handliche Geschichte sein, die mir einfach hilft, Figuren am Trapez zu lernen. Oder, wenn ich schon ganz viele Figuren kenne, ja, vielleicht einfach mal eine Sammlung bei mir zu haben, um, wenn ich Auftritte habe, mal so ein paar Zwischenfiguren wieder zu entdecken. Ach, genau, das gab es ja auch noch. Dafür soll dieses Buch sein. Und ehrlich gesagt habe ich mich jetzt hier und da auch schon manchmal immer wieder beim Stöbern erwischt vor einer Performance. Und guck da nochmal rein und denke, ah ja, stimmt, ja genau, ich ganz vergessen. Irre. Warum habe ich das vergessen? Das Buch ist nicht das einzige. Es hat eine 1 drauf, ja. Das heißt, es folgt natürlich eine 2, eine 3, eine 4. Neben meinen weiteren Luftakrobatik-Figurenbüchern. Ja, das findet ihr natürlich, so wie alle anderen Bücher von mir auch, im Luftakrobatik-Shop selbst. Falls ihr noch kein Trapez habt, Karabiner, Deckenaufhängung, was auch immer ihr braucht oder so coole Anzüge, findet ihr die natürlich auch im Luftakrobatik-Shop. So, genug der Werbung. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss!